Hallo und herzlich willkommen zu einem 100er Folgen-Special von Let's Play Minecraft Mittelalter mit dem Kumpel. Und damit das Ganze nicht so langweilig wird, was ich vorhabe, werde ich das Video jetzt gleich ein bisschen beschleunigen. Und denn wir haben ja beim letzten Mal festgestellt, uns fehlt Cobblestone, also Bruchstein. Und den werden wir jetzt ganz unspektakulär ein bisschen farmen gehen. Und damit es ein bisschen besser und ein bisschen weniger langweilig ist, wird das Ganze ein bisschen beschleunigt. Also, viel Spaß mit diesem kleinen Special und ich bin gespannt, was ich gleich euch noch so alles erzählen werde, denn ich habe ja dann Zeit, ich gucke dann das Video an und kann dann was erzählen dazu. Gut. Ja, und so kam also jetzt der Vergangenheitskumpel auf die Idee, dass ich, der Gegenwartskumpel, mich hier hinsetzen darf, um ihm dann beim ganz, ganz schnellen Spielen zuzugucken. Das heißt, ich darf jetzt 28 Minuten, denn so lang geht dieses Grase hier, darf ich jetzt hier plappern und babbeln und kommentieren, was er da in Turbogeschwindigkeit macht. Ich weiß ja nicht, ob das wirklich so eine gute Idee war. Die einzige Rechtfertigung, die der Vergangenheitskumpel eigentlich dafür hat, ist, dass ein 100er-Special heute wirklich nicht mehr so wahnsinnig viel bedeutet. Und jetzt gucken wir erstmal, was macht der denn da? Also ich glaube, im Moment macht er erstmal Spitzhacken und zwar komisch. Ja, und er wollte Cobblestone farmen und wir haben ja gemerkt, uns fehlen tatsächlich welche. Das darf man ja eigentlich gar keinem erzählen, dass Cobblestones fehlen, ne? Also irgendwie schon sehr krass. Oh, ich habe eben gerade noch einen Schluck Wasser getrunken, jetzt müsste ich eigentlich mal ein Bäuerchen machen, aber das interessiert euch garantiert nicht. Gut. Aha, der wollte eigentlich da reingehen und dann fängt er direkt da an, den Stein aus der Wand zu reißen. Das kann man machen. Ich frage mich, zwischenzeitlich habe ich mit der Lucy zusammen was gegessen. Deshalb weiß ich schon gar nicht mehr, warum. Jetzt tut er hier Holzstämme verbauen. Na gut. Das lässt sich machen. Also abwechslungsmal. Also jetzt ist so ein Höhleneingang. Das ist ja. Und jetzt wird der Eingang auch ein bisschen breiter, dass du auch mit dem PKW durchfahren kannst. Das ist ja lieb. Das ist ja praktisch. Dann können wir in Zukunft mit dem Auto in die Höhle fahren. Wir müssen nur den Cars-Mod erst wieder installieren, den ich einmal vorgestellt habe. Dann könnte man da so runterpoltern. Das wäre wahrscheinlich auch ziemlich schräg und wahrscheinlich fast schon special-tauglich, wenn man das Let's Play mal für eine Folge so mit richtig bescheuerten Mods zuknallt. Ist vielleicht auch mal eine wirklich, wirklich gute Idee. Aber ja, wir haben ja jetzt erst wieder ein bisschen Luft bis zum nächsten Special. Also brauche ich mir da jetzt noch keine Gedanken drüber machen. Und ihr seht also, er farmt Cobblestone, wie der Franzose sagt. Aha, da ist die Fackel gefallen, aber da ist eh so viel Licht. Warum? Warum setzt du da jetzt eine Fackel hin? Alter, das war doch echt nicht nötig. Das ist doch, ja, toll. Genau, ins Loch, da ist viel schöner. Und da schwebt ein Holzblock, na, jetzt ist keiner mehr da. Das geht so schnell hier, da kannst du kaum gucken, ne, mit diesem doppelten Geschwindigkeit. Das ist eine echt krasse Sache. Ja, und ich muss aufpassen, dass ich nicht anfange, mit doppelter Geschwindigkeit zu sprechen. Denn, deshalb muss ich mich jetzt gerade mal so ein bisschen einfangen. Denn ansonsten geht mir gleich Luft aus. Und dann sitze ich hier und bin nur noch am Genen, während der Typ da am Farmen ist. Oh, jetzt habe ich vom Genen erzählt, jetzt bekomme ich gerade schon Genpanik. Das ist ganz fürchterlich. Also ich habe jetzt keine Angst vor Gentechnik, aber vom Genen. Weil ich habe auch keine gute Gentechnik, das muss ich dazu sagen. Ist halt leider so. Und da fräst er sich durch das Holz. Das ist eine Pracht. Da sehen wir den Kumpel 3000 auf höchster Geschwindigkeit, wie er sich durch das Gestein und durch Holz bohrt. Da oben hat er das übrigens als Deko gelassen. Das ist jetzt gar nicht so irgendwie aufgefallen. Hat sich so überlegt, nachdem man den größten Teil weggeschlagen hat, dass er das als Deko so lassen möchte. Ja, und wir werden sehen, es wird ein fürchterlich spannendes Special, was wir da haben, weil der Fräsemann, der erlebt ganz große Abenteuer. Zum Beispiel diese Erde. Diese Erde wird keine leichte sein, möchte ich an der Stelle mal so sagen. Und da habe ich eine Hexe in zweifacher Geschwindigkeit grunzen gehört. Oh, wir haben einen Holzblock gefunden. Den muss man holen, ist klar. Hast du gut gemacht, Kleiner. Da ist die Hexe wieder. Ah, hier, natürlich, geht es ja hier darum, Cobblestone zu besorgen. Deshalb graben wir uns hier erstmal quer durchs ganze Erdreich. Das erscheint mir sinnvoll und auch soweit total logisch. Also, muss ich ja an der Stelle mal sagen, ist eine durchaus konsequente Geschichte. Ich möchte fast die Füße hochlegen, so spannend ist das. Also, mal ehrlich, das ist ja so das spannendste Minecraft-Video, was man sich vorstellen kann. Er guckt wieder, ob keiner kommt, ne? Weil er ist ein ganz großer Schisser. Das wissen wir ja schon. Hallo.
Hallo. Ja, die sind auch doppelt schnell. Hunger. Auch doppelt schnell natürlich. Und da frisst er sich also jetzt hier so durch den Stein. Und ich sitze jetzt wieder hier und denke mir so, warum gehst du nicht auf Ebene 12? Wenn du schon Cobblestone farmst, geh doch auf Ebene 12. Und das hat sich wohl jetzt auch der Vergangenheitskumpel überlegt, dass er doch mal auf Ebene 12 gehen könnte. Und ich nehme sogar an, er hat sich auch überlegt, dass er bei der Gelegenheit auch gleich nochmal nach dem Schleimschrank gucken könnte. Und er geht da jetzt runter, aber aus gut informierter Quelle weiß ich, dass er da völlig falsch ist. Ich weiß nicht, wie er darauf kommt, dass da irgendwo der Schleim-Spawn sein könnte, aber hey, er hat diese Werkbank und den Ort unseres einen Kampfes wiedergefunden, wo wir mit den Höhlenspinnen gerungen haben, als noch Moos Benz Mod drin war. Lang, lang ist es her, aber hey, da geht's nicht hoch, da geht's hoch. So machst du das gut, du springst ganz großartig. Und ich wollte euch noch was erzählen. Ne? Wir haben ja, das haben wir jetzt gepostet, gestern neue Mikros geholt. Ne? Die habt ihr vielleicht mitgekriegt dann, ne, von Rode. Und Luzi benutzt ihr es schon fleißig und ich muss weiter das Samson-Gerät benutzen, weil bei einem Mikro das Mikro im Mikro fehlte. Das war so ein bisschen, da war nur so ein verkrumpelter Popschutz noch drin, aber Mikro war nicht mehr drin. Also haben wir jetzt nochmal wieder neu bestellt und das Gerät wieder zurückgeschickt. Da scheint irgendwer Ersatzteile gebraucht zu haben, wie mir scheint. Wir haben einfach, weil das günstiger ist, nämlich Warehouse-Deals bestellt bei Amazon. Das sind so Retourware und sowas und da haben wir sehr gute Erfahrungen in der Vergangenheit mitgemacht. Aber dieses Mal war diese Ersparnis dann doch in der Art, dass da ein Mikro ohne Mikro kam. Shit happens, würde ich sagen. Aber auch mal ganz spannend. Und er hat ihn wirklich gefunden, den Schleimschrank. Ich fasse es ja nicht. Da steht auf dem Schild übrigens Slime gespawnt, nur falls ihr das so wollt. Und dann hat er sich überlegt, wie kommt er denn jetzt da runter? Weil die Slimes sollen da ja nicht rüberkommen. Also hat er sich überlegt, wie er da runterkommt. Jetzt ist es nur noch so, wenn aber links ein Slime spawnen würde, das habe ich mir nämlich jetzt gerade so überlegt, dann, und ja, Stickies machen kriegt er auch nicht hin. Ist das peinlich. Oh, ist das peinlich, dem zuzugucken. Sehr fürchterlich. Und jetzt, er braucht 3 Leitern. 3, vielleicht 4. Wie viele Leitern macht er? 12. Alter, dieser Typ. Naja, jedenfalls geht er jetzt da runter, aber nicht mit der Leiter, sondern er springt. Und dann hat er hier, hier haben wir Eisen übersehen. Das ist ja super, dass wir das jetzt noch gefunden haben. Jetzt hängt er an sich da, er hat sich, glaube ich, überlegt, er will jetzt Strip Mining machen. Und wenn er Strip Mining macht, das ist auch immer ein Abenteuer, das kann ich euch erzählen. Ich war da schon mehrmals dabei. Das ist immer sehr komisch, wie er Strip Mining macht. Also ich habe es auch schon gesehen, dass er es richtig gemacht hat. Das könnt ihr euch auf der Mittelalterwelt sogar angucken. Wenn ihr nach Sörvital mal reist vom Busbahnhof aus, könnt ihr den Survival, unseren Survival-Spielplatz von Groschi und Kumpel sehen. Und da seht ihr dann auch, wie der Vergangenheitskumpel in der Vergangenheit tatsächlich schon mal richtiges Strip Mining gemacht hat. Da gibt's neben dem ersten Haus links vom Eingang des Dorfes, gibt's dann auf der rechten Seite, wenn du davor stehst, gibt's einen Abgang in die Mine und da seht ihr formvollendetes Strip Mining bei Kumpel, aber das muss irgendwie ein lichter Moment gewesen sein. Das kommt jetzt in der Tatsache nicht so oft vor und ich frage mich, warum ausgerechnet an der Stelle er anfängt, sich in die Wand zu fräsen. Das ist mir auch ein Rätsel und er hat Redstone gefunden. Aber zumindest sind wir jetzt wohl auf Diamantenniveau und tatsächlich, ich sehe das jetzt das erste Mal, da steht ja auch Y11 bei der Journey Map. Wahnsinn, er hat wirklich Diamantenniveau gefunden. Oh. Aber das war Zufall, weil er diese Karte auch beim Spielen völlig ignoriert. Dadurch kriegt er auch gar nicht mit, dass da Informationen sind. Also es ist tatsächlich so, ich habe jahrelang Minecraft ohne Journey Map gespielt und die Journey Map ist für mich da oben einfach so, sie ist ausgeblendet. Also sie hat keine Funktion. Das habe ich auch heute tatsächlich irgendwie mit Confucius in den Kommentaren nochmal drüber geredet. Nein, ich benutze die Journey Map mehr so, um Wegpunkte zu setzen im Sinne von, wir brauchen Namen für irgendwelche gefundenen Dörfer oder so. Tatsächlich so im Alltag des Spielens ist die gar nicht. Wo geht er denn jetzt hin? Was will er da jetzt wieder? Was macht er denn jetzt? Was hat er denn vor? Ach ja, er will abladen. Das hört sich jetzt falsch an. Naja, ist auch irgendwie, aber irgendwie auch richtig, weil er will ja abladen. Und da an die Fackel hin, das ist vernünftig, dass man die Erde doch nicht. Nein, nicht die Erde, dann aber das Holz. Na gut. Warum die Erde nicht? Das kannst du mir nicht erklären. Warum hat er das Schild abgeladen und warum tut das nicht in die Kiste? Schleppt er jetzt das Schild so mit sich rum? Ich weiß, dass er das Schild weggemacht hat, damit ihr mehr seht. Weil Monstern will er aus dem Weg gehen, hat er gesagt. Oder gedacht. Und jetzt hat er nochmal eine Spitzhacke gemacht. Das scheint also noch mehr im Busch zu sein.
was die Graberei angeht. Ich höre eine Hexe. Und eine Bogensehne. Also da geht's richtig rund wieder mal. Aber wir werden versuchen uns, ob das gelingt, sage ich natürlich nicht. Aber wir werden versuchen uns an diesen... Oh ja, genau, das ist Kies. Oh, das ist Lava. Na gut, na gut. Wir finden das, was ich so da... Was ist denn das? Alter, was ist da los? Ich glaube, er ist auch jetzt ein bisschen verwirrt. Er macht dann mal Erde rein, das ist auch ganz gut. Aber das war eine merkwürdige Lava. Der hat irgendwie vergessen, dass da Luft ist, ne? Das war irgendwie so eine vergessliche Lava, würde ich behaupten. Aha, und er hat wieder ein Loch gefunden. Ja, Erde drauf, super. Er wird dann auch gleich noch anfangen, dass er übrigens, das hat er nicht von Piccolo gelernt, nicht, dass er es glaubt. Er wird dann gleich noch anfangen, auch mit dem Wassereimer zu arbeiten. Weil er kann das tatsächlich auch. Also so ist das ja nicht. Er kann das schon, also habe ich auch vorher schon gesehen bei ihm. Das hat er mal irgendwann gelernt. Ich glaube, ich weiß nicht, bei irgendeinem Let's Play habe ich das erste Mal habe ich das gesehen. Also er jetzt, er natürlich, ich natürlich nicht. Ich habe ja mit dem nichts zu tun. Das ist ja ein längst zurückgelassener Mensch. Der war ich vor 3 oder 4 Stunden irgendwie, ne? Weil erst lecker haben Lucy und ich zusammen Chili con Carne gekocht und dann haben wir sogar noch ein Mittagsschläfchen gemacht, weil es ist heute Samstag und samstags kann man auch mal Mittagsschläfchen machen und Lucy hatte schon wieder eine fürchterlich stressige Woche und ja, sie ist dann hier so auf der Couch eingeschlafen und dann, ja, habe ich halt auch ein Mittagsschläfchen gemacht. Da bin ich ins Schlafzimmer, hab mich eingelegt und als ich wieder zu mir kam, war sie auch zu mir gekommen. Oh, jetzt hat er was gefunden. Jetzt hat er was gefunden, aber da kommt er später wieder. Da kommt er später wieder, nämlich dann, wenn wir nicht in diesem doppelten Tempomodus unterwegs sind, weil er fand jetzt irgendwie Kampf mit irgendwelchen Biestern im doppelten Tempomodus wäre blöd. Es sollte hier ein spannendes Special werden. Also ohne Kampf, sondern ausschließlich mit Farmen. Das war die Idee dahinter, so eine revolutionär neue Idee, sage ich mal. Einfach mal farmen gehen und das doppelt schnell und dann dabei noch rumlabern. Also ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Ich kann es jetzt aber auch nicht anders noch zu Ende bringen, als es auszubaden, was der Herr sich ausgedacht hat. Ich muss jetzt also mit den Entscheidungen von einem Kumpel aus der Vergangenheit leben, weil was soll ich denn machen? Immerhin ist es gedreht und ich kann es ja nun auch nicht nochmal live vertonen und ihm sagen, hey, jetzt geh doch mal in die Höhle, das ist spannender. Ja, wobei, ist es ja auch gar nicht so langsam. Also ich habe auch immer das Gefühl, die Höhlenfolgen, die sind ja auch jetzt gar nicht so wahnsinnig special für euch, wie die für mich immer special waren, wenn ich Minecraft Let's Plays geguckt habe, weil ich immer Höhlenfolgen immer sehr, sehr gerne mochte. Ich finde die irgendwie schön. Also ich finde Minecraft ja auch tatsächlich spannend. Vielleicht bin ich auch der Hunger. Bin ich auch der letzte und einzige Mensch auf der Welt, der Höhlenfolgen spannend findet. Aber ich mag die gerne. Ich kann es nicht anders sagen. Ich mag auch die Baufolgen. Ich gucke ja so Minecraft-Let's Play in der Regel so halb als Podcast. Also oft habe ich das einfach am zweiten Bildschirm laufen und mache was anderes dabei und habe das so an und das ist ein sehr angenehmer Begleiter, wenn das ein gutes Minecraft-Let's Play ist, was ich von diesem Let's Play jetzt nicht in die Welt setzen möchte. Die Behauptung, das wäre eine gewagte Behauptung, also ich finde, da geht's so ein bisschen hoch, dann bauen wir es mal lieber zu, könnte ja was Böses lauern, aber das ist doch Eisen, guck doch mal, das Eisen, hol dir doch das Eisen, nein, er holt sich das Eisen natürlich nicht. Was hat er sich gedacht vor 4 Stunden, als er das aufgenommen hat? Warum hat er das Eisen nicht geholt? Oh, ich bin mal gespannt, die Abmoderation macht ja dann der Vergangenheitskumpel, das heißt, das liegt ja jetzt im Video noch vor dir, aber die Aufnahme liegt ja schon hinter mir, das ist also jetzt vollends verwirrend. Ich sage mal, wir machen hier eine Zeitreise durch die Aufnahmen, so, wenn du willst, und das ist ja schon irgendwie sehr schräg, und er wollte eigentlich Cobblestone farmen, aber und Kohle kommt da halt auch nicht vorbei, ne? Das muss man jetzt mal so feststellen. Da ist Kohle, die tut er sich dann auch hole. Oh je, der war nicht gut. Und da fällt ihm wieder alles in die Lava. Das passiert doch jedes Mal. Ja, genau. Mit dem ja, genau. Das fällt ja wieder in die Lava. Pass auf. Pass doch auf, Junge. Oh. Das ist ein fürchterliches Spektakulum. Lecker, 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 lecker. Hier ist auch zombie-mäßig ganz schön was los, eigentlich. Finde ich. Also, weiß nicht, wie du siehst. Ich finde auch tatsächlich das Obsidian, was er da gemacht hat, also der noch vergangenheitigere Kumpel, also der Vorvergangenheitskumpel, das ist auch eigentlich ganz cool, sieht aber auch sogar noch ein Schuss defaultig aus. Tatsächlich fällt mir jetzt so auf. Ist nicht default, ne, aber sieht so ein bisschen, hat so von der Maserung her, wenn man es auf der Fläche sieht,
habe ich so Default-Assoziationen tatsächlich. Ja, da ist nichts, da ist kein Grund. Das ist eine grundlose Lava. Die ist einfach so. Ne, die ist also jetzt nicht, die hat keinen tieferen Sinn. Die ist grundlos. Ja, oh, ah, da kommt auch wieder der Cobblestone hin. Und ich frage mich ja, was der Zukunftskumpel zu dieser Nachvertonung sagen wird. Da denkt sich dann auch wieder, oh Gott, der Vergangenheitskumpel, der nach dem Vergangenheitskumpel kam, um das aufzunehmen, der war ja auch wieder ein Schmuck. Hallo. Ja, hallo. Oh, guck mal, da ist doch noch Kohle. Die hat er sich jetzt noch mitgenommen. Das ist gut. Und jetzt erhöht er erstmal die Decke. Man muss auch mal die Decke erhöhen. Dafür muss einfach auch mal Zeit sein. So ein bisschen das alles ordentlich machen, ne? Dass es nicht so gammelig aussieht und so ranzig und, ja, geht schon, ne? Also da kommt ganz schön Cobblestone bei rüber und dann natürlich auch wieder das Granit mit, weil da ist er nicht, da lässt er sich nicht lumpen. Also definitiv nicht. Das muss alles raus, weil es zahlt keine Miete. Und jetzt ist er voll, glaube ich. Nee, doch nicht. Hat noch funktioniert. Staubsaugerbeutel musste noch nicht gewechselt werden. Jetzt macht er da noch weg, weil das ist auch noch Überstand. Ach, da macht er. Oh ja, hat er wieder ein Loch gefunden, wäre fast reingerannt. Das habe ich genau gesehen. Du hast dich ja schon erschreckt. Du hast dich erschreckt, ich habe das gesehen. So, jetzt fräst er. Nein, jetzt guckt er wieder. Was guckt er? Was guckt er? Ich hätte das ganze Ding hier von Luzi nachvertonen lassen sollen. Das wäre viel besser gewesen. Die hat ja auch schon das neue Mikro immerhin. Das werdet ihr dann ja auch bald zu sehen bekommen. Oder habt ihr schon zu sehen, also gehört. Also das Mikro seht ihr ja auch nur einmal da jetzt so, ne? Das hat sie sich gewünscht, ich das mal dann hinstelle und aufbaue. Da hat er. Ja, da lässt er sich auch nicht lumpen. Ne? Muss er mal erzählt haben, dass wir so tolle Sachen jetzt haben. Das fand ich auch sehr süß irgendwie. Weil sie sich ja wie so, ach, der hat sich so gefreut darüber, dass wir das jetzt gemacht haben. Total süß. Achso, jetzt macht er wieder Strip Mining und was findet er? Redstone. Ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie hier Diamanten sehen würde bisher, ne? Also, er ist auf der richtigen Höhe, aber mit Diamanten klappt es in diesem Let's Play echt nicht gut. Ob sich das noch ändert, weiß ich gar nicht mehr. Aber ich glaube, ich würde mich erinnern. So Jubel, Jubel, Heiterkeit. Was hat er denn jetzt? Achso, er ist voll. Jetzt hat er sich entschlossen, nachdem man gemerkt hat, dass er voll ist. Ich glaube es zumindest, dass er sich jetzt erstmal zurückgräbt. Das ist, glaube ich, der Gedanke, den er da verfolgt. Ich könnte es mir zumindest ganz gut vorstellen, dass das... Ah, guck mal, da hat er schon Durchgang. Ja, super. Hat er gut gemacht. Und jetzt muss er noch irgendwie sich erst ein... Was macht er jetzt? Ach, die Fackel setzen, natürlich. Die müssen immer in die vorgefertigten Nischen. Weil, wenn die das aus der Wand ragt, das kann er nicht leiden. Der Monk da wieder, weißt du? So, Da, was tut er jetzt wegräumen? Tu doch mal das Schild weg. Das Schild benutzt er doch eh nicht. Tu doch das Schild weg. Komm, tu das Schild. Ja, gut gemacht. Oh, mein Gott, als würde er auf mich hören. Ich kann in der Vergangenheit mir befehlen, Dinge anders zu machen. Das ist interessant, wenn man lernt für die Vergangenheit. Normalerweise lernt man ja für die Zukunft. Jetzt macht er noch ein bisschen da weiter. Na gut. Nee. Was macht er? Da war es ihm zu... Was? Was? Das ist aber kein Cobblestone-Freund. Achso, er hat jetzt zwei abgezählt, jetzt geht er wieder in die Wand. Na gut. Und das ist die Fackelnische, die obligatorische Fackelnische. Weil ohne Fackelnische ist der Monk... das könnt ihr vergessen. Da ist er todunglücklich. Todunglücklich. Und ja, jetzt gräbt er sich da so durch. Ne? Also das mit Abstand sicherlich allerbeste Special aller Zeiten. Ich muss mich mal bequemer hinsetzen, ist ja fürchterlich hier. Ach ja, dann eben dahin. Da ist er nicht... Da ist er sich nicht zu fein, dann die Fackel da an diese Stelle zu setzen. Oh, guck mal, Cobblestone. Redstone. Redstone haben wir jetzt übrigens auch eine ganze Menge infolge dieser Speziale mit Käseaufnahme hier. Natürlich mit extra Käse, wie sollte es auch anders sein? Und zwar dick, fett extra Käse. Und zwar am besten so Quattro Formaggi mit Gorgonzola und Mozzarella und ja. Jetzt muss ich mal gerade husten, Moment. So, ich hoffe, das war nicht schlimm, dass ich euch mit ihm allein gelassen habe, aber das war eben ein fieser Hustenreiz. Alter Vater, hat der mich jetzt mitgeschüttelt und mitgenommen. Ich habe gedacht, hier, ich fliege hier gleich vom Stuhl und gegen das Mikro und aus der Aufnahme und abgesehen davon, dass die Nachbarn jetzt klingeln werden, um zu fragen, ob wer hier denn geschossen hat. Aber das werden wir dann gleich sehen. Also das weiß ich ja jetzt nicht, weil das ist ja jetzt wieder was für den Zukunftskumpel, wenn das passieren sollte, dass die Nachbarn klingeln, weil jemand geschossen hat. Gut. So, okay, er hat Erde gefunden und da will er auch mal reingucken so ein bisschen. Ist ja auch ganz vernünftig, Erde geht ja relativ leicht weg.
Da kann man mal gucken, ob da irgendwo, gerade auf dem Level, auf dem wir sind, wie mein jetzt fachkundiges Auge erspäht, nachdem ich das ja in-game nie benutze, auf Level 10, da könnten Diamanten sein. Eine Fackel in der Hand wäre auch gut oder auch eine Fackel an der Wand wäre auch eigentlich schön. Jetzt gräbt er sich da so durch die Erde und denkt sich, ja, Diamanten, 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 das geht so einfach weg, die Erde. Und dann passiert das Unvermeidliche, das, womit jeder rechnet außer ihm und was auch total... Das. Da ging die Schaufel den Weg alles Irdischen und dann tut er die Erde hier noch so ein bisschen ankrabbeln. Und dann merkt er aber, ohne Schaufel ist das blöd, aber er braucht den Platz ja für den Cobblestone eigentlich. Also macht er sich keine neue Schaufel, da hat er aber noch gemerkt, dass es da ein bisschen dunkel ist. Das ist auch gut so. Das ist einfach viel besser, wenn man das auch mal merkt. Und dann macht er jetzt irgendwie, jetzt gräbt er sich irgendwo anders hin, ich weiß aber nicht wo. Und eins stelle ich jetzt fest, wenn man eine Fackel in der Hand hat, man erkennt vermeintlich Lavaseen nicht mehr so gut, wie wenn man keine Fackel in der Hand hat, weil der leuchtet schon die ganze Zeit unten. Und das ist eigentlich ist das gefährlicher, mit einer Fackel in der Hand sich da durchzugraben. Das hat er jetzt aber gemacht, damit ihr mehr seht. Und, oh, da hat er wieder die Höhle gefunden. Die, in die wir nicht gehen, weil wir auf zweifacher Geschwindigkeit sind. Und, ja, das ist ja ein spannendes Special werden sollte. Also ein Farming-Special sozusagen, ne? Ich bin der Farmer. Ich sitze in meinem Loch und melke Redstone-Kühe. Und da hat er was weggeworfen. Ach, ich glaube, es war ein Flint. Ne? Dass man einen Flint nicht wiederfindet. Und jetzt hat er sich überlegt, macht er hier den Boden tiefer, weil vielleicht könnten da ja noch Diamanten drunter sein. Weil eigentlich ist mittlerweile die Suche, also das Abbauen von Redstone längst, eine Cobblestone längst zu einer Jagd nach Diamanten geworden. Das gibt er aber nicht zu. Das möchte ich an der Stelle mal anmerken. Staubsaugen, gut. Da auch noch bitte. Ach nee, das war der Müll, den er liegen lässt. Das ist für die nächste Putzkolonne. Für die nächste. Da kommt garantiert noch jemand durch. Und jetzt gräbt er sich hier schön durch den Boden und findet keine Diamanten, aber die obligatorische Lava. Wie der Franzose sagt, Lava, Lava. C'est Lava. nicht c'est la vie, aber nee, da hat sich überlegt, keine Schaufel, kein Kies. Okay, da kann er nicht, da hat er keine Diamanthacke dabei. Dann da rein bitte. Jetzt sucht er. Okay, das andere ist auch, ja, okay, hat nicht so geklappt. Ja, klappt ganz wunderbar nicht. Okay, hat sich das überlegt, macht mit dem Cobblestone weiter. Ist auch von der Sache her ganz vernünftig. Hätte ich jetzt vielleicht sogar auch gemacht. Oh, er hat Kohle gefunden. Da guckt er nochmal in alle Richtungen, ob keiner guckt. Und das machen wir jetzt auch so ein bisschen diskret. Da gucken wir mal kurz nicht hin, weil er schämt sich so ein bisschen für seinen Kohlefimmel, ehrlich gesagt. Also, ich lege das ihm jetzt mal in den Mund. Ich glaube, in Wirklichkeit schämt er sich überhaupt nicht, sondern er freut sich einfach, dass er Kohle findet. Er ist nämlich so ein kleines... Also für so ein gutes Stück Kohle, da verkauft er auch schon mal ein Seelchen, ne? Also nicht unbedingt seins, aber vielleicht das von der Nachbarsfliege oder so. Die wird definitiv da an den Deibel verkauft, wenn er dafür Kohle haben kann. Das steht fest. Also da lässt er sich auch nicht lumpen. Er leuchtet das Loch auch schön aus. Es hört sich einfach falsch an, das Loch auszuleuchten. Das macht man nicht. Das ist einfach eine Sache. Und jetzt hat er sich da hat er was entdeckt. Und da seht ihr das Lapislazuli. Das ist tatsächlich noch ein bisschen sehr unscheinbar, wie mir scheint. Also da muss noch ein bisschen mehr Kladderadatsch, also sprich Blau, auf das Lapis drauf, damit man es überhaupt erkennt. Das war also eher so ein Zufallstreffer, dass er da das Lapis gesehen hat. Und wir sind ja alle auf der Suche nach Frieden und deshalb wollen wir ja auch Lapis haben. Und ja, deshalb ist das wichtig. Ah, Fackelplatz. Na, ist ja klar, der Monk. Wir sehen es. Wir sehen, der Monk ist happy mit seinem Fackelplatz und da hat er Redstone gefunden. Das ist übrigens Redstone Dust und deshalb ist das auch so kleine Schälchen und sieht so ein bisschen aus wie Paprikapulver. Das ist allerdings Zufall, weil ich glaube, es ist tatsächlich Chili-Pulver, was ich da in eine völlig fiktive Schüssel reingemacht habe. Ja. Gut. Also wir graben uns hier durch und dann ist da eine Andesitwand und deshalb mag er nicht weitergehen. Jetzt wirft er alles weg, das ist sehr schön. Und ich glaube, wir kommen in der Höhle auch so langsam theoretisch zum Ende. Das kommt mir so vor. Nein, doch nicht. Ach, er will nochmal. Er will nochmal, er hat noch nicht. Eieieiei. Wer will nochmal? Oh je, das ist jetzt... Oh, das macht er jetzt sehr gut, sehr gut. Und dann geht er dahin und... ja, das ist gut. Und dann... Ach ja, Alter. Du bist ein Hirsch. Das hast du super gemacht. Also ich glaube, die Stelle solltest du vielleicht einfach mit Ignoranz schlagen. Ja, das ist eine Idee. Oh ja, guck mal hier. Das ist... Ja, so geht's auch. Vorhang fällt.
Dann eben nochmal ein bisschen nach da. Oh, guck mal, da ist ja direkt nochmal Redstone, weil wir suchen ja eigentlich Cobblestone. Aber gut, wenn wir Redstone haben, dann den nimmt uns keiner weg. Das muss man auch so mal sehen, ne? Also das hat ja schon Vorteile auch. Dann können wir auch mal was mit Redstone machen, wo ich ja auch so unbedarft bin, weil ich mehr so der, ja, gut, von der Sache her, ich könnte mich damit auseinandersetzen, aber ich habe ja nun mal einen technischen Beruf gelernt und dann habe ich immer so ein bisschen gedacht, ah, beim Spielen nicht auch noch. Das war so immer der Gedanke, ne? Dann lieber mal so richtig kreativ und eben schön bauen, ne? Aber jetzt auch nicht noch mit der Technik rummachen und dann auch noch Fehlersuche betreiben und so. Das ist fürchterlich. Wobei ich sagen muss, das hat mir sehr geholfen. Der Romanus von den Mineworld Gamers hat ja bei uns eine funktionierende Schleuse mal gebaut, vor langer, langer Zeit. Und die war irgendwann kaputt und dann habe ich da systematisch eine Fehlersuche aufgezogen und habe das so abgearbeitet, wie ich das auch am Auto machen würde. Und tatsächlich habe ich den Fehler gefunden, obwohl ich keine Ahnung von der Technik hatte. So, immer erst geguckt, bis wohin, wo ist der Fehler, also bis wohin kommt das Signal, wo habe ich noch Strom, wo nicht mehr. Das war so richtiges Durchmessen. Im Grunde saß ich mit so einem, ja, im übertragenen Sinn mit so einem Multimeter da und habe diese Schleuse durchgemessen, die auch ultra kompliziert ist vom Aufbau. Und letztendlich konnte ich sie damit auch fixen. Da war an einer Stelle Wasser eingedrungen und da fehlte ein einziger Redstone-Kabelstrang, wenn man das so sagen kann. Kann man mal, oder? Jetzt reicht es mir langsam mit diesem Höhlengekrabbel auch und ich frage mich, ob wir nicht schon wieder Cobblestone-seitig voll sind und wir haben schon wieder Lava gefunden. Das ist hier ein Lava-Paradies, aber ihr seht, es ist nichts da von wegen, ja. Oh, ich glaube, er ist durch. Er ist soweit fertig. Er ist hier jetzt durch. Dann geht er vielleicht auch wieder raus. Da hoffen wir jetzt mal drauf. Und wenn er wieder rausgeht, dann ist ja der Vergangenheitskumpel wieder dran. Dann kann ich mich hier jetzt aktuell aus der Gegenwart erstmal verabschieden. Ach, das ist dann schön. Dann kann der wieder reden. Und ich bin wieder ruhig und still und lieb und brav. Ach, guck mal, damit man sich den Kopf nicht mehr stößt. Das ist von der Sache her eigentlich eine sehr gute Idee. Finde ich hübsch, die Idee, dass man mal so nicht jedes Mal beim Runtergehen so Batzer, ja. Ist ja echt nicht so nett. Kann man so sagen. Und dann hier, was überlegt er jetzt? Ach, den Weg bis zur Tür erhöht er auch noch. Also heute sehr deckenerhöhend gewesen. Es war eine erhöhende Folge und jetzt weiß er nicht mehr, wo es rausgeht. Da hoch, genau, da steht eine Fackel. Okay, jetzt macht er sich da einen Wegweiser noch hin. Man kann es auch übertreiben, aber so oft, wie ich mich hier verrenne, ob Vergangenheit, Zukunft oder Gegenwart, ist egal, alle verrennen sich. Und hier macht er jetzt ein bisschen zu, damit er da nicht immer hinrennt, weil da ist ja Cobblestone. Dann denkt er mal, oh, da wäre was. Und dann ist da gar nichts. Und hier macht er sich noch eine Fackel hin, ist auch nicht so falsch. Dann ist das hier noch safer und dann geht es hier hoch und hier könnte man eigentlich auch nochmal was mitmachen. Also jetzt, wo wir gerade hier sind, ne, könnte man so ein bisschen das, weil den Abgang, die sucht er ja auch jedes Mal. Das haben wir ja schon tausendmal gesehen. Ne? Da steht der Kumpel da und ja, und dann macht er hier noch zu. Das ist ja auch ganz süß irgendwie. Ja, und da, natürlich, da muss das Holz weg. Das ist die Idee, die hätte ich jetzt auch gehabt, wenn ich du wäre. Vor allem, weil du das nicht mitnehmen kannst. Und was mit dem Rest, das Erde, ja, genau, du kamst da hoch, ja, und jetzt geht's aber da raus, da, nicht da runter, nein, was machst du denn da, wo, ich hab den Überblick verloren. Da hat er's gefunden, ich hab's gesehen, da ist das Holzsteinkreuz, aber wo geht er jetzt hin? Ach, jetzt holt er da nochmal, aber da hat er sich doch anders überlegt und dann noch ein Licht dran und da, jetzt geht's raus und ich bin, glaube ich, jetzt gleich mit meinem Job hier durch, das Ding hier nachvertonen zu müssen, dieses Speziale mit extra Käse, weil, boah, Alter, das ist ja hier, nur Pizza macht Spitzer, sage ich dir, aber das kannst du mir glauben. Oh ja, gut, das hätten wir geschafft, ich übergebe an die Vergangenheit. So, da sind wir wieder mit der Original-Tonspur zurück und ich bin wieder in-game sozusagen mit euch unterwegs. Guck, ich kann hier wackeln. Ja, das war jetzt das kleine 100er-Special. Ich hatte lange überlegt, was man als Special machen könnte. Und tatsächlich ist 100 Folgen heute bei einem Let's Play keine so große Hausnummer mehr, wie es früher einmal gewesen wäre. Deshalb war das jetzt ein kleines Special. Ich hoffe, wir haben nicht oder ich habe nicht zu viel Blödsinn geredet jetzt die letzte halbe Stunde und ich hoffe, euch hat das in der Art dann auch mal gut gefallen, weil wir haben jetzt eine ganze Menge Zeug, das muss ich dann auch noch verräumen, mache ich wahrscheinlich dann aber in der nächsten Folge oder so, jedenfalls
haben wir erstmal Bruchstein und das war das eigentliche Ziel. Ich bin dann irgendwann auch runter auf Diamantenniveau gegangen. Aber leider haben wir keine Diamanten gefunden. Am Anfang wollte ich oben farmen. Dann dachte ich, ja gut, aber wenn du einen Diamanten findest, ist ja super, wie immer nicht. Das Lapislazuli habe ich zufällig gefunden. Dabei habe ich gemerkt, dass der Block noch etwas unscheinbar ist. Das heißt, da werde ich beim TP dann auch nochmal wieder nacharbeiten müssen, weil das war ja einfach nur ein Glücksgriff, das Lapislazuli überhaupt zu erkennen. Und wir haben eine Menge Redstone, das ist schön. Vielleicht mag der Piccolo das auch, wenn er wieder zu Gast ist. Da gehe ich mal fast von aus. Und wir haben halt jetzt wirklich das eigentliche Ziel waren Bruchsteine, weil es ist halt nicht sehr spannend, das zu farmen. Wir brauchen sie ständig für jeden Käse. Und daher haben wir uns da jetzt mal ganz gut ausgestattet. Ne? Ne, kleiner Mann mit deiner Fackel in der Hand. Das Schild haben wir auch unten gelassen jetzt erstmal. Aber ich denke, das ist so okay. Und wir haben auch nebenbei noch eine Menge Eisen mitgebracht. Naja, eigentlich haben wir weniger Eisen gefunden, als ich das erwartet hätte. Und wir haben Kohle. Also eigentlich sieht es doch jetzt ganz gut aus, oder? Was meinst du? Du da vom Bildschirm. Ist das zumindest bruchsteinmäßig hier, da. Alles gut. Ne? Gut. Ich könnte ja mal auf den kleinen Kerl zoomen. Da kann man mit dem Background hier... Kann man das ein bisschen rummachen? Sag mal, das muss ich mir auch nochmal angucken beim TP, ob man da vielleicht etwas Schöneres dahinter machen kann als einen schwarzen Hintergrund, oder? Ist ja noch so ein bisschen dröge gerade, finde ich. Ihr seht ja schon hier so die Tests mit, sieht man da so. Das ist eigentlich voll musikalisch, das Männchen, ne? Okay. Das finde ich jetzt nice irgendwie. Ach, da ist er ja wieder. Hallo! Ja, Erdbeben. Gut. Wie gesagt, das war das 100-Folgen-Mini-Special, weil 100 Folgen heute bei einem Let's Play eben nicht mehr so wahnsinnig besonders sind. Das hat sich geändert, wobei ich es immer noch besonders finde, jetzt gerade auch für mich, weil es, glaube ich, das erste Mal ist, dass ich eine Let's Play mit 100 Folgen habe. Wir haben ja in der Mittelalterwelt mehr Folgen als 100, aber das ist ja kein Let's Play und das ist über einen ganz anderen Zeitraum und unter ganz anderen Bedingungen entstanden. Gut, ich bin jetzt aber raus. Das war's von eurem Kumpelmann. Bis zum nächsten Mal hoffentlich. Ciao! Jetzt reicht's aber langsam, ne? Ja. Der Hund macht auch schon... Na gut, reicht. Tschüss.